Julian Huxley, der Begründer des evolutionären Humanismus, betrachtete den Menschen als ein Sonderprodukt der Evolution, welches nun mit Erschrecken erkennt, dass es das Geschick der Welt in seinen ungeschickten Händen hält. Der Generaldirektor der UNESCO verband diese Einschätzung am Ende seines Lebens allerdings mit der Hoffnung, dass wir vom Homo sapiens zum Homo humanus fortschreiten werden, zum hoffenden und unermüdlichen Treuhänder unserer eigenen und der planetarischen evolutionären Zukunft. Julian Huxleys Worte klingen heute wie ein Vorspiel zu einem großen Experiment, vor dem wir aktuell stehen, dem ebenso chancen- wie risikoreichen, in seinen Folgen noch völlig unabsehbaren Projekt der Menschheit im Anthropozän. Möglicherweise wird die Internationale Union der Geowissenschaften schon im August 2024 verkünden, dass wir uns nicht mehr im Holozän, der seit 11.000 Jahren bestehenden Warmzeit innerhalb der aktuellen Eiszeit befinden, sondern im Anthropozän, dem geologischen Zeitalter des Menschen. Kommt es tatsächlich zu dieser Entscheidung, wäre damit offiziell bestätigt, dass nicht nur für die Menschheit, sondern für die gesamte Erde ein neues Zeitalter begonnen hat. Geprägt wurde der Begriff des Anthropozän Anfang der 2000er Jahre von dem niederländischen Meteorologen Paul Crutzen und er fand schnell Verbreitung. Denn Paul Crutzen war nicht irgendwer. Er galt als Retter der Ozonschicht, der wissenschaftlich mit aufgedeckt hat, dass Fluorchlorkohlenwasserstoffe, FCKWs, die Ozonschicht in der Stratosphäre zerstören, wofür er 1995 den Chemie-Nobelpreis erhielt. Crutzen war auch maßgeblich daran beteiligt, dass wirksame Gegenmaßnahmen ergriffen wurden, um das Ozonloch wieder zu schließen, was schwerwiegende Schädigungen der menschlichen Gesundheit und möglicherweise gravierende Mutationen in der Biosphäre verhindert hat. An Renommee war Paul Crutzen wahrlich kaum zu übertreffen. Dennoch wirkte sein Vorschlag etwas abenteuerlich. Schließlich geht es in der Geologie um sehr große Zeiträume, gegenüber denen die 200 Jahre seit Beginn der industriellen Revolution oder gar die 70 Jahre seit der sogenannten großen Beschleunigung geradezu verschwinden. Kann ein so kurzer Zeitraum den Beginn eines neuen Erdzeitalters markieren? Würde man in Jahrmillionen überhaupt noch feststellen können, dass die menschliche Zivilisation je existiert hat? Überschätzt der Mensch seine Bedeutung auf diesem Planeten nicht gewaltig, wenn er sich selbst als entscheidenden Faktor einer neuen geologischen Epoche begreift? Diese Fragen sind berechtigt. Seit Crutzens Vorstoß wurde allerdings eine große Menge an Daten zusammengetragen, welche die Argumente für die Benennung eines neuen Erdzeitalters untermauern. So übertrifft die Masse der von Menschen produzierten Dinge inzwischen die Masse aller Lebewesen auf der Erde. Allein die Technosphäre der Menschheit wiegt 30 Billionen Tonnen, was bedeutet, dass auf jeden lebenden Menschen etwa 4000 Tonnen entfallen. Gleichmäßig verteilt über die gesamte Oberfläche der Erde, alle Land- und Meeresflächen inbegriffen, heißt dies, dass schon jetzt jeder Quadratmeter der Oberfläche unseres Heimatplaneten mit 50 Kilogramm Technosphäre belastet ist. Dabei nimmt der anthropogene Umwandlungsprozess immer größere Dimensionen an. Bis 1950 hatte die Menschheit etwa 1,5 Millionen Tonnen Kunststoff produziert. Inzwischen liegt das Niveau bei über 9 Milliarden Tonnen. Jährlich produzieren wir Plastik in einer Menge, die das Gesamtgewicht aller heute lebenden Menschen übertrifft und von der noch immer ein erschreckend hoher Anteil in die Umwelt gelangt. Darüber hinaus hat unsere Spezies die Geschwindigkeit des natürlichen Artensterbens vertausendfacht und den Anteil von Kohlendioxid in der Erdatmosphäre in den letzten 200 Jahren von rund 280 parts per million auf über 400 ppm gesteigert.
Ein Wert, der wohl das letzte Mal vor 15 Millionen Jahren erreicht wurde. Solche negativen Fakten bestimmen weitgehend die öffentliche Debatte über das Anthropozän, das von vielen inzwischen als das untrügerische Zeichen eines drohenden Weltuntergangs gedeutet wird. Aber so war der Begriff von Paul Crutzen gar nicht gemeint. Dem niederländischen Nobelpreisträger ging es nämlich nicht darum, das Anthropozän zu überwinden, also den Einfluss des Menschen auf das Erdsystem prinzipiell zu reduzieren. Sein Ziel bestand vielmehr darin, das schlechte Anthropozän, in dem wir ohne Sinn und Verstand auf die Natur einwirken, durch ein gutes Anthropozän zu ersetzen, in dem die Menschheit ihrer planetaren Verantwortung gerecht wird. Das gute Anthropozän, das Paul Crutzen vorschwebte, sollte natürlich nicht durch anhaltende Plünderung der Erdressourcen und durch übermäßige Entsorgung von Abfallprodukten geprägt sein, sondern durch eine bessere Technologie und bessere Bewirtschaftung sowie einen achtsamen Umgang mit den natürlichen Umweltressourcen. In dieser optimistischen Version des Anthropozäns soll der Mensch dauerhaft eine, Zitat, bemerkenswerte geologische Kraft bleiben und künftig nicht nur eine neue Eiszeit verhindern, sondern auch Meteoriten und Asteroiden umlenken können, bevor sie auf die Erde treffen. Wie kam der Nobelpreisträger darauf? Paul Crutzen fokussierte nicht nur die anthropogenen, also menschengemachten Veränderungen im Erdsystem, sondern auch die natürlichen Bedrohungen, denen wir auf einem instabilen, von Plattentektonik bestimmten Planeten zwangsläufig ausgesetzt sind. Etwa den Ausbruch von Supervulkanen, die zu einer globalen Klimakatastrophe, einem vulkanischen Winter führen würden, bei der die Temperaturen um mehrere Grad nach unten stürzen. Den Einschlag von Killerkometen, die alle komplexeren Lebensformen auf der Erde auslöschen würden. Oder die natürlichen Klimaveränderungen, die durch CO2 senken oder die sogenannten Milankovitch-Zyklen ausgelöst werden. So hat sich die globale Temperatur seit dem Klimaoptimum vor rund 5000 Jahren um etwa 0,12 Grad Celsius pro Jahrtausend abgekühlt, was jedoch seit dem 20. Jahrhundert durch den anthropogenen Treibhauseffekt mehr als kompensiert wurde. Es ist klar, dass wir uns momentan vornehmlich um die aktuelle Klimaerwärmung sorgen müssen. Dennoch dürfen wir die grundlegenden Zusammenhänge nicht aus den Augen verlieren. Sollte es uns tatsächlich gelingen, die weltweite Emission von Treibhausgasen in den Griff zu bekommen, wofür uns schon heute zahlreiche vielversprechende Lösungen zur Verfügung stehen, müsste die Menschheit irgendwann wieder verstärkt Treibhausgase emittieren, um eine neue Kaltzeit zu verhindern. Auch dies hatte Paul Crutzen bereits im Blick. Meiner Ansicht nach wird in ferner Zukunft zweifellos eins der charakteristischen Merkmale des Anthropozäns darin bestehen, dass die noch fernen Generationen des Homo sapiens alles daran setzen werden, eine neue Eiszeit durch die Emission weiterer künstlicher Gase in die Atmosphäre zu verhindern. Ebenso dürften sie eine Absenkung des CO2-Gehalts auf ein zu geringes Niveau mit der Folge einer Verminderung der Photosynthese und der landwirtschaftlichen Produktion mittels künstlicher Freisetzung von CO2 bekämpfen. Diese Argumentation ist in zweifacher Hinsicht spannend. Erstens verdeutlicht sie, dass das viel strapazierte Konzept der Klimaneutralität zu kurz gedacht ist, da eine rein neutrale Haltung gegenüber natürlichen Klimaveränderungen über kurz oder lang ebenfalls zu Klimakatastrophen führen würde. Wir sollten somit besser von Klimaeffektivität statt von Klimaneutralität sprechen. Immerhin müsste es ja darum gehen, dass für uns so angenehme
erdgeschichtlich aber höchst seltene Klima einer Warmzeit innerhalb einer Eiszeit nicht nur gegen anthropogene, sondern auch gegen natürliche Störfaktoren zu verteidigen. Zweitens eignet sich Krützens wissenschaftsbasierte Argumentation hervorragend, um das romantische, von alten religiösen Mythen geprägte Bild einer heilen Natur zu entzaubern, das heute vielen ökologischen Debatten zugrunde liegt. Zwar mag es verständlich erscheinen, dass der Mensch zum Sünder abgestempelt wird, der sich an einer gut gemeinten, gut gemachten Schöpfung vergeht. Immerhin haben wir die Böden vergiftet, die Luft verpestet, die Meere überfischt, die Wälder gerodet. Dennoch zielt dieses Weltbild an der Realität vorbei. Schließlich waren die allermeisten Arten der Erde längst ausgestorben, bevor der Mensch überhaupt die Bühne des Lebens betrat. Dass uns die Natur heute paradiesisch erscheinen mag, liegt daran, dass die menschliche Kulturentwicklung der letzten Jahrtausende zufällig in einem der geologisch seltenen Zeitfenster stattgefunden hat, in denen angenehme Bedingungen für aufrechtgehende Primaten vorherrschten, wobei der Begriff zufällig bei genauer Betrachtung nicht angebracht ist. Warum nicht? Weil es gar nicht erst zur Entwicklung der heutigen Wissenschaften, Philosophien und Künste gekommen wäre, hätte uns Mutter Natur nicht eine 10.000-jährige Ruhepause vor den regelmäßig stattfindenden globalen Katastrophen gegönnt. Wer sich die immer wieder stattfindenden globalen Katastrophen der Erdgeschichte vor Augen führt, begreift: Die Natur ist nicht gut und der Mensch nicht böse. Solche moralisierenden Kategorien verbieten sich ohnehin, wenn man die Entwicklung der Erde sowie die Entwicklung der menschlichen Zivilisation im Lichte der Evolution betrachtet, wie es Julian Huxley einst vorgeschlagen hat. Damit entfallen auch die moralischen Schuldvorwürfe, die heute gegenüber früheren Generationen erhoben werden. Erinnern wir uns in diesem Zusammenhang an den prägnanten Satz von Karl Marx: Die Menschen machen ihre eigene Geschichte, aber sie machen sie nicht aus freien Stücken. Tatsächlich hatten die Menschen der Vergangenheit unter den damals vorherrschenden sozioökonomischen Bedingungen gar nicht die Möglichkeit, auf die Verfeuerung fossiler Brennstoffe zu verzichten. Mehr noch: Nur aufgrund dieses klimaschädlichen Verhaltens konnten sich im Zuge der Ausdifferenzierung der Gesellschaften die modernen Wissenschaften entwickeln, mit deren Hilfe wir die Ursachen von Klimaveränderung überhaupt erst nachvollziehen können. Um es noch etwas provokanter zu formulieren: Statt die vorangegangenen Generationen zu beschuldigen, sollten wir ihnen dankbar sein, dass sie uns möglicherweise gerade noch im richtigen Moment in die Lage versetzt haben, geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um nicht nur menschengemachte, sondern auch von Menschen unabhängige Katastrophen zu verhindern. Im Lichte der Evolution bietet derzeit nämlich nur der Mensch eine halbwegs realistische Chance darauf, das bewusstseins- und empfindungsfähige Lebewesen dauerhaft auf diesem Planeten existieren werden. Denn der nächste Asteroiden- oder Kometeneinschlag kommt bestimmt. Und er könnte noch verheerendere Folgen haben als der Impact vor 66 Millionen Jahren, der das Ende der Dinosaurier einleitete. Schon allein deshalb wäre es schade um uns, würden wir vorzeitig von der Bühne des Lebens abtreten. Damit es nicht dazu kommt, müssen wir das Anthropozän mit dem Besten anreichern, was die Menschheit hervorgebracht hat. Nicht mit Plastikmüll, Umweltgiften und lebensfeindlichen Ideologien, sondern mit den großen Errungenschaften der Wissenschaft, Philosophie und Kunst. Nur so können wir als Treuhänder unserer eigenen
und der planetarischen evolutionären Zukunft wirken, wie es Julian Huxley vor einem halben Jahrhundert formuliert hat. Noch ist es für eine Reformation des Anthropozäns nicht zu spät. Noch gewährt uns das Universum eine Ruhepause vor den Stürmen, die unweigerlich über uns hereinbrechen werden. Noch haben wir die klimatische Nische einer eiszeitlichen Warmzeit nicht vollends zerstört. Allerdings wird es Zeit, dass die Menschheit ihre kindliche Trotzphase überwindet. Es wird Zeit, dass wir erwachsen werden, die kosmischen Realitäten anerkennen und uns unserer planetarischen Verantwortung stellen. Dies wird eines der wesentlichen Themen sein, die wir als Stiftung in diesem Jahr bearbeiten werden. Wir wollen dabei aufzeigen, dass sich der Mensch nicht notwendigerweise als ein notorischer Umweltschädling begreifen sollte, sondern vielmehr als ein potenzieller Umweltnützling, der mit einem positiven ökologischen Fußabdruck wesentlich dazu beitragen könnte, die Bedingungen für eine intakte Biosphäre auf diesem Staubkorn im Weltall aktiv zu erhalten. Ein Aspekt, den unsere Kooperationspartnerin, die Cradle-to-Cradle-NGO, schon seit vielen Jahren betont. Selbstverständlich wird es in der GBS 2024 nicht nur um das Anthropozän gehen. So werden wir im Mai den 100. Geburtstag des Schriftstellers Karl-Heinz Deschner feiern, dessen Werke wesentliche Anstoßgeber für die Gründung der Giordano-Bruno-Stiftung vor 20 Jahren waren. Außerdem werden wir zusammen mit dem Zentralrat der Konfessionsfreien unser Langzeitprojekt, das säkulare Jahrzehnt, fortführen. Das von der GBS gegründete Institut für Weltanschauungsrecht wird weiterhin auch vor Gericht für den weltanschaulich neutralen Staat streiten. Das Hans-Albert-Institut weiterhin Leitlinien für eine kritisch-rationale Politik formulieren. Der humanistische Pressedienst wird damit fortfahren, vernünftige Nachrichten aus konsequent säkularer Perspektive zu veröffentlichen und die Forschungsgruppe Weltanschauung in Deutschland empirische Daten zur fortschreitenden Säkularisierung unserer Gesellschaft vorlegen, die ansonsten leicht unter den Teppich gekehrt würden. Natürlich werden wir in den kommenden Monaten auch weiterhin Ex-Muslime und liberale Muslime in ihrem Kampf gegen den islamischen Faschismus unterstützen und uns auch 2024 an die Seite der Missbrauchsopfer stellen, die von den Kirchen endlich angemessene Entschädigungen für das erlittene Leid erhalten sollten. Mit Cortices und dem Berthe von Suttner Studienwerk werden wir unsere Bildungsarbeit fortsetzen, mit dem EvoKids-Projekt die Evolution an die Schulen bringen und mit dem Great Ape Project die internationale Tierrechtsdebatte vorantreiben. Dabei werden wir uns, wie schon in der Vergangenheit, auch 2024 für individuelle Freiheitsrechte und die Idee der einen Menschheit stark machen. Gewiss, die weltweite politische Lage ist momentan nicht gerade rosig. Die Internationale der Nationalisten, die von Moskau bis Washington reicht, vergiftet nachhaltig den Nährboden, auf dem die Menschenrechte gedeihen. Doch bange machen gilt nicht. Immerhin steckt in jeder Krise auch eine Chance, nämlich die Möglichkeit, die Verhältnisse freier, gerechter und lebensfreundlicher zu gestalten. Wie schon im vergangenen Jahr wollen wir uns dabei auch 2024 am Beispiel der Vereinten Nationen orientieren, die unter den hochdramatischen Bedingungen der Nachkriegszeit die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte verabschiedete. Die Hoffnung, so heißt es, stirbt stets zuletzt. In diesem Sinne wünsche ich uns allen ein gesundes, erfolgreiches, sinnvolles und sinnfreudiges Jahr 2024.